Hallo und Servus auf dem Kanal bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute geht es hier um den kiwi-grünen Skoda Citygo, der hier steht. Und zwar die Elektrovariante Skoda Citygo EIV, um es genau zu bezeichnen. Und mit dem geht es heute auf Verbrauchsfahrt. Und zwar eine vorgegebene Strecke, 110 Kilometer werden es sein, 10% Stadtverkehr, 50% Autobahn mit maximal 120 Stundenkilometer. Und über Land sind es 50%. Wir schauen jetzt, was der Skoda dabei verbraucht, schauen, wie schnell er dann auch wieder auf den State of Charge zurückkommt. Und das schauen wir uns jetzt an, wie voll er ist und wohin wir danach wieder laden müssen. Also, wenn ihr Spaß daran habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Ganze zu liken und vor allem euren Comment drunter zu setzen, zum Beispiel, was ihr mit dem Skoda Citygo E oder dem Derivaten von Seat oder Volkswagen verbraucht. Also, viel Spaß, wir hängen jetzt an den Lader und los geht's. Die Ladeluke ist auf. Den CCS stecken wir schon mal an. So, ran hier. Genau, jetzt gehen wir hier zum HPC Terminal. Hängen den dran. Wählen unseren Stecker aus. So, und dann sehen wir es. 95% ist der State of Charge. Deswegen brechen wir jetzt auch gleich wieder ab, bevor er geladen hat. So, und mit dem 95% State of Charge geht es jetzt dann auch auf die Reise mit unserem Skoda Citygo E. Wir sind angekommen an der Ladesäule. Jetzt geht es zur Endabrechnung. Schauen wir mal kurz hier hinein. Also wir sind 109,6 Kilometer gefahren. Der Kilometerstand beträgt 3865. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz hier in unsere App hinein. 109 Kilometer, sagt er mir, sind gefahren. 168 Kilometer wäre noch die Reichweite. Wir gehen genauer hinein, schauen rein. 168 Kilometer, sagt er. 56% ist der Ladezustand. Jetzt sind wir bei den Fahrdaten. 109 Kilometer. Wie gesagt, der Kilometerstand 3865. Und jetzt kommen wir beim Stromverbrauch. Da sind wir bei 11,1 Kilowattstunden. Das ist der Durchschnittsverbrauch, weil eingerechnet wurde. Damit sehen wir dann tatsächlich, was aktuell gerade verbraucht wurde. 11,1 Kilowattstunden ist der Verbrauch. Der Motorverbrauch liegt bei 13,2 Kilowattstunde und der Wechselstromverbrauch dann bei 0,4 Kilowattstunden. Regeneration war 2,5 Kilowattstunden. Das ist ganz nett, was die App hier alles ausliest, finde ich persönlich sehr schön. Aber interessanter ist natürlich jetzt, was sagt die Ladesäule? Wie lange braucht man jetzt, um wieder auf 95% zu laden? Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir sind bei 95% angekommen und stoppen jetzt die Ladung. 13,95 Kilowattstunden in einer Stunde, 11 Minuten. Wir schließen ab mit der Ladung und kommen natürlich auch zu unserem Fazit.
für diese Verbrauchsfahrt mit dem Skoda Citygo EIV. Das Datenblatt sieht vor, wir sind 109,6 Kilometer gefahren. Der Bordcomputer hat uns 11,1 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometern gesagt. An der Ladesäule haben wir 13,95 Kilowattstunden geladen. Somit haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometern mit Ladeverlusten. Die Ladezeit betrug von 56% auf 95%, eine Stunde und 11 Minuten. Ja, die Ladezeit, das ist auch genau das große Problem, was der Skoda Citygo in sich trägt. Die 40 kW, die offiziell angegeben sind, die schafft er leider nur in kurzen Peakzeiten. Ansonsten lädt er so mit rund 20 bis 22 Kilowatt. Das ist mir zu wenig, vor allem weil der Wagen als Vorgänger mehr konnte. Wir bekommen den Skoda Citygo EIV nur noch als Best-of-Variante, das heißt ab 24.990 Euro. Das ist jetzt eine Preiserhöhung um 1.750 Euro. Nach Abzug der ganzen Förderungen seid ihr dann bei 18.420 Euro für den Skoda Citygo E. Ja, wem das Ganze noch nicht gereicht hat, wer jetzt ein ausführliches Review hat, der schaut doch bitte mal oben rechts. Das habe ich euch verlinkt. Mein Review zum Skoda Citygo E. Ansonsten würde ich mich jetzt freuen, wenn euch dieses Verbrauchsvideo gefallen hat. Lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da, die Abo-Glocke, damit ihr über das nächste Verbrauchsvideo möglichst schnell informiert seid. Und ansonsten schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr zum Verbrauch vom Skoda Citygo E sagt. Mir persönlich gefällt der Wagen sehr gut und ich könnte mir durchaus vorstellen, den in meinen Alltag einzubauen. Also von meiner Seite hier Tschüss und Servus von der Ladesäule mit dem Skoda Citygo E, euer Ubi.